Sieht voll schön aus mit diesem Wasser hier. Oh, guck mal, da drüben. Eine Hütte. Da gehen wir mal hin. So. Nee, Nacht kannst du nicht. Du bist die Sonnengöttin. Ja, stimmt. Nacht ist dein Bruder. Links von dir war ein grünes Band. Musst du da was machen? Nee, das sind Gegner. Das sind diese Wandteppiche hier. Guck mal, das sind Gegner. Ich meine, die können wir gerne platt machen. Nicht leichter als das. Klopp. So, einmal Wandtechnik, Wandteppich. Wandtechnik, Teppich. Bla. Heute ist echt. Ich kann heute nicht mehr reden. Ich glaube, das sollte ich heute lieber lassen. Wäre schlimm, wenn ich heute nichts mehr rede in dem Stream. Ja, es wäre sehr schlimm, ich weiß. Ich rede doch weiter. So. Gib mal deinen Napf her. So, und du kommst auch mal her, du Günther. Plopp. So, und dann machen wir einmal hier. Hopp. Das war verkehrt. Egal. Aber jetzt kriegt er trotzdem aufs Maul. Combo! Ich habe eine Combo gemacht gerade. Und jetzt habe ich wieder eine weitere Farbe. So, ich musste antworten. Er hat zu mir gebellt. Hier ist ein Steg. Wird er unsichtbar. Ja, gut, okay, aber hier gibt es an diesem Steg leider nichts. Na gut, dann rennen wir mal wieder raus. Oh, Vögels! Vögels! Hier, benutzen. Vögels! Voll toll! Die ganz gleich wieder fressen. Entschuldigung. Komm schon. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Ja, ist ja gut. Ist gut. Vögels, ganz viele Vögels. So, oh Mann, oh, die sind weg. Die sind weggefliegt. Komm her, du. Oh, ich hab ihn angebellt. Komm her, du. Hahaha, mein Vogel. Und jetzt ist er weg. Schade. Das ist aber lustig, dass man dich auffressen kann. Also so ein bisschen zumindest. So aufnehmen. Warum? Meins. Voll lustig. Wechselt mal die Kamera gerade. Können wir uns hier nämlich mal ein bisschen umgucken. Finde die persönlich auch etwas besser. Die gefällt mir wirklich besser, weil man hier mehr Übersicht hat. So, aber ich glaube, also entweder wir müssen nach da hinten oder nach hier links jetzt gleich. Mit einem Haps ist der im Mund. Ja, nom nom nom. Oh, Teppich. Oh ja, Teppich. So, komm her, du. Das hat noch nicht geklappt. Oh, scheiße, jetzt ist wieder so ein blöder Fisch dabei. Okay. Ah, wir machen Combo. Aua, das tat weh. So, und über den Riss da hinten könnte ich theoretisch aus diesem Kampf abhauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Au! Du Kackvogelfisch. Lass das mal gefällig sein. Gibt's aufs Maul, du Penner. Attacke. Lässt du mich mal los? Der hat mich festgehalten, der Drecksack. Ist ja wohl eine Frechheit. Eine absolute Frechheit. Das kann nicht wahr sein. So, okay. Das hätten wir. Was steht hier? Zum Schreien. Das ist wirklich zum Schreien manchmal. Das stimmt. Das ist wirklich manchmal zum Schreien. Aha. Oh, Schweinis. Füttern. Schweinis füttern. Die fressen irgendwas, was ich nicht habe. Schade. Na gut. Dann nicht. So, was haben wir hier? Erhalten. Füttern-Tipps. Schriftrolle enthält nützliche Informationen. Mhm. Füttern-Tipps. Füttern-Tipps, Füttern-Tipps. Hier, Reiseführer. Füttern-Tipps. In wiederhergestellten Gebiete kehrt das Leben zurück. Füttere die Tiere richtig und du erhältst Glück. Ja, okay. Gut, das wusste ich jetzt auch schon. Das ist vor allen Dingen so eine Information, die hätte man eigentlich auch mal viel eher bringen können. Aber gut. Warte mal, hier, da, ich hab Fisch. Fisch habe ich bekommen, ne? Nee, nee. Okay, Fisch wollen die nicht. Schweinis mögen keinen Fisch. So, Hafen Agatha-Wald. Die Fähre zwischen dem Shinju-Feld und Agatha-Wald liegt hier an. Die Fähre fuhr immer regelmäßig, aber sie ist außer Betrieb. Seit der Wasserspiegel gesunken ist. Oh, scheiße. Dann müssen wir hier offensichtlich für Wasser sorgen. Sag mal, ist denn dieser komische Filter wieder angegangen? Das sieht irgendwie so aus. Ich muss mal gerade schauen, Moment. Aber ich habe ihn eigentlich auf...
Wie sieht das aus, wenn ich den auf stark stelle? Hä? Ist... Hä? Was hat sich denn jetzt geändert? Ach, hat sich das komisch gekrisselt da im Hintergrund geändert? Kann das sein? So dieser Papierfilter oder was das ist? Mal gucken. Irgendwie nicht, oder? Was ist denn dieser... Hä? Was ist das? Welcher Effekt? Das verstehe ich gerade nicht. Mach den nochmal aus. Oder ist ein Filter oder so gesagt. Also jetzt wirkt das Bild irgendwie verwaschener. Also wenn ihr mich fragt, ich finde das jetzt verwaschener, als wenn ich diesen Filter anmache. Oder liegt das nur an mir? Guck mal, jetzt hat das Hundi hat jetzt so einen Schimmer um sich. Ich mach den gerade mal aus, beziehungsweise stark. There's a paper filter over the game, like everything is painted on a canvas. The heavier the filter, the more pronounced the paper grain in the backdrop. Okay. Aber es fühlt sich irgendwie nicht so an. Oder? Das ist wirklich nur dieses Papiergelöt im Hintergrund, ne? Dieser Knittereffekt, sag ich jetzt mal. Ich mach den wieder aus. Wir stoppen nämlich ein bisschen. Ist jetzt schwacher, auf jeden Fall. Also diese Körnung im Hintergrund ist das. Diese Papierkörnung. So, was haben wir hier? Hier müssen wir auf jeden Fall wieder Leben reinbringen. Das war doch mit dem Kreis, oder? War das nicht mit dem Kreis? Hä? Muss ich das ausmalen? Ah! Übermalen. So! Schau mal! Es werde grün! Was ist das? Das ist was zum Sprengen. Aha. So, lass mal schauen hier. Warum änderst du mir eigentlich jedes Mal die Kameraperspektive? Finde ich nicht in Ordnung. Hahaha. Eine Kiste! Was ist das? Erhalten. Korallenfragment. Brocken aus Korallen. Stammt aus dem Drachenpalast. Okay, cool. Ansehen. Zum Agatha-Wald. Dieser Wasserweg führt zum Agatha-Wald. Das ist der grünste und fruchtbarste Platz in dieser Region. Ich habe gehört, dass die Leute aus dem Dorf früher die Fähre zum Wald genommen haben. Ja, aber es geht ja nicht mehr offensichtlich, weil hier ja irgendjemand das Wasser abgedreht hat. Was irgendwie aber auch gar keinen Sinn macht. Guck mal, da unten ist alles Wasser, ne? Und hier oben ist auch Wasser. Also, ich meine, funktionieren tut das schon. Aber theoretisch, wenn das irgendwo anders hingeht, dann fließt das Wasser doch ab. Oder? Weil ich meine, wir sind hier an der Klippe. Das ist ein bisschen seltsam. Na gut, okay. Ich frag gar nicht erst. Na gut, wir rennen jetzt mal nach hier unten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier unten irgendwie dafür sorgen können, dass es hier wieder Wasser gibt. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber wir werden es bestimmt irgendwie machen können. Denn hier ist ja nämlich zum Schreien. So, ich gucke jetzt mal nach hier hinten, ob es da noch irgendwie was Schönes gibt. Guck mal, da ist Gras und zwei, drei Bäumchen, aber ansonsten nichts. Kann ich hier buddeln? Nee. Schade. Okay, hätte ja sein können. Kann ich eigentlich auch selber rennen? Nee, ich kann das nicht, ne? Ich kann sie nicht dazu bringen, dass sie von alleine rennt. Schade. Guck mal, hier ist auf jeden Fall was. Hier ist noch ein... Warum rennst du jetzt auf einmal so schnell? Münchenskinder. So, was ist das? Das hier ist eine Wächterstatue, aber... Ich glaube, hier war seit Jahren keiner mehr. Sie ist ganz schön schlecht, in ganz schön schlechter Verfassung. Sie tut mir irgendwie leid. Warum lässt du nicht eine Opfergabe hier? Wie soll ich denn hier eine Opfergabe da lassen? Ich mal sie aus. Nein? Ich spreng sie. Das ist meine Opfergabe. Na, das geht auch nicht. Okay, eine Opfergabe. Wie kann ich denn... Ich kann keine Opfergaben machen bisher, ne? Wahrscheinlich muss ich dazu irgendwie ein Tier oder so mir schnappen und dann hierher bringen. Könnte ich mir vorstellen, aber ich bin mir nicht sicher. So, hier. Was ist das? Mondschrein.
Die Leute läutern sich hier, bevor sie die Mondhöhle besuchen. Ja, 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 ja. Kannst du das nicht irgendwo nachsehen, was du alles kannst? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ach, wir können uns bestimmt auch wieder ein bisschen was Neues hier an Punkten zulassen. Magen rettet Amaterasu von dem Tod, wenn er voll ist. Ich mach mal das hier. So, jetzt haben wir nämlich einen mehr. Einmal Lebensenergie. Hier machen wir auch mal voll. So. Jetzt die Frage, was machen wir noch mehr? Brauchen wir mehr Farbe oder brauchen wir mehr Leben? Eigentlich brauchen wir gar nichts von beiden, sondern Börse, Beutel für das Vermögen. Passt da nur so und so viel rein oder was? Das ist ja schäbig. Hier fehlt noch ein bisschen was. Fehlen 8 Stück. Blühen, Kirschbombe. Ach, guck mal, das sind die ganzen... Oh, warte. Sind das viele Pinseltechniken? Und das soll ich mir alles merken? Ach du Scheiße. Okay. Das muss ich mir alles merken. So, wir haben noch einen neuen Schatz bekommen, ne? Genau. Das Korallenfragment. Brocken aus Korallen stammt aus dem Drachenpalast. Hier gibt es 3 Seiten insgesamt. Ui. Ui. Was haben wir noch? Shinju-Feld, Hanatal, Dorf Kamiki. Und wir sind jetzt hier gerade an irgendeinem... Irgendwas, was böse ist. Ich kann gar nicht weiter reinzoomen. Ich kann nur weiter rauszoomen. Das ist die ganze Karte. Ich habe jetzt 2-mal rausgezoomt. Oh, Schande. Okay. Na gut, ich gehe mal hier rein. Schönen guten Tag. Ist das eine Mutti? Sieht aus wie eine Mutti, ne? Nee, ist ein Typ. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Das ist ja schrecklich. Sieht aus wie eine Mutti. Priester des Mondschreins, Mika. Er klingt aber wie ein Typ. Da ist ja wohl noch was vor dir. Ja, GTA lässt grüßen. Wieso denn GTA? Meinst du GTA? Ah, ein höchst willkommener Gast hat unseren Schrein betreten. Du kommst genau zur rechten Zeit, Wolf. Ich muss mit dir sprechen. Da draußen ist der Harami-See, Nippons größter See. In seiner Mitte war ein alter Schrein, den man Mondhöhle nannte. Aber er ist komplett verschwunden, in Luft aufgelöst. In ihm war der böse Dämon, der Nagi und Shiranui einst besiegte. Oder einst besiegt hatten. Außerdem hielt er... Tsukuyomi, das sagenumwobene Schwert, das den Dämon an Ort und Stelle band. Dieser Dämon, sein Name war... Nein, ich werde verflucht sein, wenn ich ihn sage. Ist ja auch egal. Der Punkt ist, was um alles in der Welt ist mit dem Schrein geschehen. Er wurde Tag und Nacht von dem Tao-Meister Waka bewacht. Als er einmal zurück in die Stadt ging, da ist es passiert. Oh Mann. Ja, okay. In letzter Zeit sind Monster auch hier aufgetaucht. Diese unheilstiftenden Monster sind die schlimmsten. Ich vermute, das hier ist ihr Werk. Nun, vielleicht nicht dieses Mal. Aber man muss sich trotzdem um sie kümmern. Ich habe bereits eine Gesuchtenliste für sie vorbereitet. Eine Gesuchtenliste? Kann ich mir die... Kann sie mir nicht angucken. Die Götter werden alle diese gesuchten Monster mit einem Zeichen markiert haben. Man erkennt sie sofort, sobald man sie erblickt. Aber sie sind sehr vorsichtig. Sie kommen nur bei Nacht heraus. Kannst du losgehen und die Liste irgendwo aufhängen, Wolf? Ich bin sicher, irgendeine mutige Seele wird sich der Herausforderung stellen. Erhalten Mikas Monsterliste. Achso, von der Mapgröße. Ja, es kommt ungefähr hin. Das ist dann wirklich wie GTA. Mögen die Götter dich immer beschützen. Hey, das ist doch die perfekte Aufgabe für uns, Emmy. Lass uns die Liste behalten und selbst um all diese unheilstiftenden Monster kümmern. Ich meine, wir werden ihnen ja sowieso begegnen, ob wir es nun wollen oder nicht. Dann können wir auch die Belohnung für sie kassieren. Aber anscheinend kommen sie nur bei Nacht heraus. Lass es uns probieren.
Ja. Weißt du, du erinnerst mich wirklich an die große Shiranui. Du siehst genauso aus wie die heilige Statue in Kamiki. Lass uns beten, dass die große Shiranui vom Himmel aus über dich wacht. Ich habe dir die Gesuchtenliste anvertraut. Viel Glück. Ja, danke schön, danke schön. Au, hab ich mich gerade gehauen? Oh! Okay, hier kann man offensichtlich nichts weitermachen. Aber ja, gut, 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 gut. Ich. Hä? Ich habe jetzt sein Wasserfass kaputt gemacht oder was auch immer das war. Okay. Au. So, Monster kommen nur bei Nacht heraus und deswegen werden wir ihn jetzt ordentlich geben. Iso, der Seitenschneider, erscheint. Was ist mit diesem Monster? Es steckt ein Exorzier... Wie heißt das Ding? Es steckt ein exorzierender Pfeil in ihm. Exorzierende Pfeile sind heilige Relikte, mit denen man das Böse vertreibt. Das bedeutet, irgendjemand wollte dieses Monster wirklich loswerden. Komm schon, Emmy, gib ihm den Rest. Lass es nicht entkommen. Okay. Ja, ja, okay, das kriegen wir hin. Auf den Sack, Junge. Iso, der Seitenschneider, besiegt. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Okidok, her damit. Wo seid ihr? Hä, ich habe die anderen damit auch besiegt? Okay, das ist ja interessant. Ich habe jetzt den Boss platt gemacht und die anderen beiden gleich mitgenommen. Es ist eins dieser gesuchten Monster aus der Monsterliste. Und wir haben es gefunden. Junge, man weiß nie, was man als nächstes findet. Du weißt diese Monsterliste, die du hast? Was? Du weißt diese Monsterliste, die du hast? Komische. Nun, du kannst den Namen des Monsters, um das du dich gekümmert hast, ausstreichen. Das Monster, das du gerade besiegt hast, ist auf der gesuchten Liste. Nimm deinen Pinsel und streich den Namen auf der Liste aus. Izo. Ja, Izo. Was? Immer noch zu aufgeregt oder was? Streich den Namen mit einem einfachen Strich von links nach rechts aus. Okay. Ja, Entschuldigung. So. Okay. Das ist ein Monster weniger. Wenn es so weitergeht, dann dauert es nicht lange und du hast alle Namen ausgestrichen. Nachdem du sie besiegt hast, solltest du den Priester aufsuchen. Vielleicht wird er dir eine Belohnung geben. Okay. Ach, guck mal. Das haben wir vorhin an den Himmel gemalt und das ist jetzt immer noch da. Wie cool. Ob die anderen auch noch da sind? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mega gut. Ja, okay. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall um die Viecher kümmern. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier lang, weil ich weiß ja nicht, ob ich hier überhaupt hinkomme. Ich gehe hier noch nicht lang. Nee, ich gehe hier noch nicht lang. Ich gucke mich nochmal um. Ich gehe nochmal ein paar Meter zurück. Weil wir ja jetzt diese Monsterliste haben und wahrscheinlich, die erscheinen ja nur bei Nacht, wahrscheinlich haben wir jetzt dadurch quasi etwas Neues getriggert. Ich mag dieses Wort zwar nicht, aber das ist das gerade das Einzige, was mir in den Kopf gekommen ist. So, Schweini ist schlafen. Ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schweini ist schlafen, da steht ein Fass. Beziehungsweise ein Krug. Halt, geht kaputt. Und was haben wir bekommen? Das ist ein Pfirsich, glaube ich, ne? Hier ist so ein Teppichmonster. Da ist noch ein Teppichmonster. Ich glaube, hier sind dann doch nicht mehr von den Viechern, oder? Aber wir können jetzt wieder zu dem... Ja, 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 ja. Okay, ist ja gut. Mann, ey. So. Das war easy. Na, ist noch nicht vorbei. Doch, jetzt ist vorbei. So, okay. Also, ich glaube zumindest, dass wir auf jeden Fall auch stärker werden, so vom Gefühl her. Oder die Gegner werden einfach schwächer. Wie genau das nun zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich würde aber ganz gerne nochmal zu dem,
Pyroman hier unten gehen. Er hat ja nur nachts offen. Und ich habe so das dumme Gefühl, dass wir hier auf jeden Fall nochmal auf jemanden treffen. So. Okay. Wow, zwei von den Viechern. Das ist böse. Ja, gut. Deswegen wollte ich eigentlich nochmal zu den Typen, damit ich mir quasi die Farbe nochmal auffüllen kann. So, aber offensichtlich muss ich das nicht, weil ich hier genügend Farbe bekomme. Na gut. So war zumindest die Idee gewesen, dass ich hier runter muss zu ihm, um nochmal Farbe zu holen. Aber das muss ich offensichtlich nicht. Die Draw Distance in dem Spiel ist immer noch ziemlich meh. Gegner werden sehr, sehr spät erst angezeigt. Ja, komm. Wen haben wir denn da? Biwamaru, der Vandale, erscheint. Also muss man doch alle Gegner irgendwie mal anpopeln, dass man auch die Gegner unter Umständen sieht. Mhm, das ist ja interessant. Aber auch ein bisschen blöd, weil dann ist man ja dazu gezwungen zu kämpfen. Also, man kann sich nicht aussuchen, ob man zum Kampf geht oder nicht, wenn man diese Liste wirklich machen will. Dann muss man das ja machen. Muss man die Gegner ja angreifen. So, eine schöne Kombo. 18er Kombo. Biwamaru, der Vandale, ist besiegt. Mhm. Na gut. So, den haben wir. Okay, ein weiteres unheilstiftendes Monster weniger. Nun, du weißt schon, was zu tun ist, meine pelzige Freundin. Ein einfacher Strich mit deinem Pinsel sollte ausreichen. Ja. Biwamaru, der Vandale. Plopp. Wunderbar, den hätten wir.